Guten Tag, mein Name ist Roman und das hier ist Babel of Tower Version 1.1.0 von Era Port. Und wir haben oben rechts eine kleine Flagge, wir drücken drauf und wir haben hier super viele verschiedene Sprachen und ich spiele heute auf Spanisch. Muchas gracias por la traducción a Roy Clark a Cablocus 52, ach keine Ahnung, ich kann leider kein Spanisch. Auf jeden Fall, meine werten Damen und Herren, wir spielen heute Babel Tower und hier geht es darum, einen Steinbruch auszubauen, beziehungsweise einfach einen Turm zu bauen. Und das werden wir heute machen. Wir drücken einfach mal drauf und dann seht ihr so, wir platzieren da so Steine in den Korb rein, okay? Dann haben wir da jetzt, sagen wir mal, 10 Stück machen wir mal rein, okay? So, wir drücken jetzt mal eigentlich hier drauf, auf unser Teil hier drauf. Damit werden die Steine weitergegeben und wir sehen, dass die Ressourcen diesmal tatsächlich da unten weiter bearbeitet werden. Oh mein Gott, niemals! Wir haben einfach schon den ersten Ziegelstein platziert von unserem Turm, der unendlich groß sein wird. Habe ich das Gefühl zumindest. Wir haben hier auch noch viele andere Sachen, die man wahrscheinlich upgraden kann. Wie das Ganze aber funktioniert, werden wir glaube ich, gleich gemeinsam herausfinden. Upgrade pro Preis 1. Upgrade. Also wir können jetzt sozusagen mehr Steine abbauen, bekommen jetzt dementsprechend auch mehr für unser Geld. Da wird jetzt ordentlich auf den Stein draufgeschlagen und wir bekommen jetzt diesmal 21 von diesen Steinen, okay? Ich mache jetzt erstmal hier nochmal ein paar Steine klar, damit wir hier zumindest mal den ersten Turm so ein bisschen bauen können. Ihr seht, unser Oha, was? Der Typ, der hier die Steine dementsprechend schneidet, hat sogar diesen einen Stein da sogar kürzer geschnitten, damit er insgesamt Bild reinpasst. Ich upgrade mal den Steinbruch. Oh, da ist er! Nächstes Upgrade. Für 35 dürften wir jetzt einen Minenarbeiter bekommen. Plopp! Da ist er! Und er hackt und er macht dann bam bam. So ein Ding ist das. Arbeit delegieren. Das ist immer das Beste, was man machen kann. Komm, geben wir ihm mal ein paar Ziegel. So, bauen hier mal ein bisschen um, dass da so ein bisschen geschliffen wird. So, und oh was? Auf der anderen Seite schon wieder 26 Steine, die da dementsprechend bearbeitet werden können. Das ist ja abgefahren. Währenddessen Roman da auf seine Steine, Ziegelsteine und so weiter wartet, habe ich was Cooles für euch. Und zwar am 3. August kommt der neue Film von den Teenage Mutant Ninja Turtles raus. Und wir schauen jetzt direkt mal in den Trailer rein. Der ist nämlich jetzt neu rausgekommen. Und das sieht absolut krass aus. Die Jungs wollten Pizza und ich konnte sie nicht ausreden. Michelangelo, Donatello, Raphael und Leonardo. Irgendwie sieht dieser Film so aus, als ob der so gezeichnet wäre einfach. Oh mein Gott. Dieses Jahr, am 3. August. Michelangelo, du hast Herz. Donatello, du die Weisheit. Raphael, du hast Mut. Und Leonardo, Ehre. Also, die Teenage Mutant Ninja Turtles, da geht es tatsächlich viel um Action, gutes Zeichen von Brüderlichkeit und wie die alle gemeinsam da alles zusammen schaffen, wie echte Brüder. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Film. 3. August kommt der Film in die Kinos. Schaut bei euch im Kino vorbei. Danke nochmal an Paramount Pictures für die Kooperation und jetzt geht's weiter mit dem Video. Okay, so, okay, schönes Ding. Jetzt haben wir wieder 102 Münzen und dann upgraden wir unseren Transporter. Upgrade! Oh, 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 es gibt jetzt einen Transporter. Guckt euch das an. Das ist ja abgefahren. Also, wir haben jetzt am ersten Schritt, erster Arbeitsschritt, der Typ hackt und macht und macht. Dann ist da unser Kollege 2, Kollege Schnürschuh, bringt die ganze Zeit einen Stein her. Unser Sägemeister, der da die ganzen Sachen sägt, ne, der sägt die Steine zusammen. Und dann ist unser Kollege Schnürschuh 2, der da die Mauer baut. Das ist ja schon eine richtige Produktionskette, ne? Okay, und ich frage mich jetzt gerade auch, was passiert, wenn wir wirklich... Was? Wir brauchen einen Kran, um einen höheren Turm zu bauen? Ich muss jetzt einen Kran bauen? Nein! Und wir haben jetzt hier das hölzerne Geräusch der Freiheit, was uns ein paar Holzbretter bringt. Wir haben jetzt quasi hier den Wald und auf der anderen Seite wird jetzt tatsächlich dieser Kran gebaut. Ich frage mich also, wir müssen wahrscheinlich, bevor wir mit den Steinen wirklich weitermachen, ne, lassen wir dort die Steine auf jeden Fall farmen und können dann auf der anderen Seite jetzt erstmal hier mit dem Holz ein bisschen weitermachen. Und ihr seht unser kleiner Turm im Hintergrund, unser kleiner Kran. Oh, er wächst sogar richtig. Guck mal, er nimmt sich die Holzbretter sozusagen hoch und baut sich damit wirklich den Turm. Oh, höhere Turmebenen benötigt viel mehr Ziegel. Was? Nein, sag mir nicht, dass es noch mehr Ziegel sein müssen. Jetzt investieren wir das Geld einfach nochmal in den Wald, weil wir brauchen so viele Ziegel, wir brauchen einfach nur viel Geld, um das zu upgraden. Wisst ihr, wie ich meine? Was sagt der Markt? 486 Münzen. Verkauft.
Links ist inzwischen der Transport schon so schnell, dass wir in der Mine zu langsam sind. Das heißt also, der Transport ist zu stark und die Mine ist quasi zu langsam. Sprich also, wir müssen jetzt gleich unser Geld nochmal investieren in die Mine, um noch mehr Steine zu sammeln. Upgrade, 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 Upgrade. Damit sind wir jetzt mit zwei solchen Typen, die hier die ganze Zeit abbauen, beschäftigt. Und der Bringer wird jetzt auf jeden Fall auf sein Maximum draufkommen, weil er nimmt immer nämlich um die 5 Stück, glaube ich, mit. Vier nimmt er mit. Und die hier sind genau richtig. Die machen ihm immer 4 Stück quasi fertig, fast. Und er nimmt dann immer die 4 mit. Damit können wir jetzt mal den Säger ein bisschen upgraden, weil der ist ehrlich gesagt ein bisschen langsam. Also würden wir hier mal kurz auf Upgrade drücken, dann hier nochmal auf Upgrade drücken und dann nochmal bei dem Ziegler. Also man muss sagen, der Ziegler und der Säger, die sind beide sehr, sehr wertvoll, aber auch super teuer. Und wir sehen aber, unser Steinlager wird immer und immer mehr. Wir haben jetzt 112 Steine auf der einen Seite. Das können wir sogar inzwischen auch schon verkaufen. Ne? Das Upgrade hat jetzt schon ganz gut funktioniert. Guck mal, wir machen sogar quasi 2 bis 3 Ziegelsteine die Sekunde. Wir sind jetzt sogar schon bei 37 und jetzt kommt der Typ wieder und holt 10 Stück ab. Damit sind wir auf jeden Fall auf einem ganz anderen Tempo. So, auf der anderen Seite können wir jetzt dementsprechend wieder so ein bisschen Holz abbauen. Also es lohnt sich auf jeden Fall hier mehr mit der Hand zu arbeiten und dann hier dementsprechend das Holz so ein bisschen zu sägen, um dann hier die 2. Etage von unserem Turm fertig zu machen. Bald ist es soweit. Okay, 58, 59, 60 Bretter, Leute. So viele habe ich bisher noch nicht gemacht. Es geht ja eigentlich schon fast an die 100 dran. Aber ihr seht auf jeden Fall, wir sind schon bei 70 Brettern jetzt angekommen. Und gucken mal, wie viel die auf dem Markt bringen. Oh! Yes, ich sehe schon ein wunderbares kleines K drin. Das heißt also 1,26K 1260 Mützen. So, was wollen wir upgraden? Wir brauchen eigentlich im Prinzip das Schleifen der Steine. Darf ruhig ein bisschen schneller sein. Das heißt also Upgrade, Upgrade. So, 2-mal dürfen wir den gerade mal upgraden. Ne? Und gucken mal, wenn wir jetzt gucken, es ist ein Ticken schneller. Also der Bau an sich kostet jetzt inzwischen schon 10 solche Steine. Das heißt also, wir brauchen schon sehr, sehr viel Material. Und wenn ich jetzt gerade gucke, brauchen wir noch 200 Steine. Dürfte sogar eigentlich machbar sein mit dieser Art und Weise, wie wir hier gerade arbeiten, weil wir drücken jetzt gerade hier Linksklick drauf und der Bringer bringt uns quasi die ganze Zeit immer mehr Steine. Wir könnten theoretischerweise jetzt hier ein bisschen nochmal upgraden in der Mine, so, und dann nochmal beim Bringer noch einmal upgraden. Ah, warte mal, dann müssen wir nochmal kurz auf den Markt gehen und nochmal kurz die Bretter hier verkaufen, ne? Und dann bei dem hier nochmal upgraden. So, da wir auf der anderen Seite immer mal wieder ein bisschen geupgradet haben, haben wir noch immer mal ein bisschen Holz, was auch nebenbei produziert wird, um so ein bisschen Geld nochmal nebenbei zu bekommen. Ich bin mir relativ sicher, die werden jetzt mit diesen Ziegelsteinen genug haben, um da fertig zu bauen. Deswegen würde ich jetzt, damit, also wir haben auf jeden Fall den Bonus, den wir in 2 Minuten bekommen werden, ne? Deswegen müssen wir hier nochmal ein bisschen Gas geben. Und bauen jetzt parallel dazu wieder ein bisschen Holz ab, weil ich das Gefühl habe, wir brauchen wieder richtig viel Holz, um unseren Turm gleich wieder weiterzubauen, weil der jetzt erst eine 2. Etage hat. Aber wir haben sogar jetzt diesmal sogar Fenster mit eingebaut, okay? Das ist ja ein richtiges Haus, ne? Wir haben da vorne eine Eingangstür, kleines Holzfenster, oben richtige Fenster, so. Man braucht schon recht lange Zeit, um hier so eine Etage zu bauen, Mann. Das ist ja abgefahren. Aber ich habe das Gefühl, desto weiter man im Spiel kommt, desto schneller wird's so. Haben wir eigentlich auch noch was Neues? Ey, was ist das denn? Ein Brunnen? Oh, yo. Hey, was hat denn der Brunnen jetzt mit dem Ding zu tun? Also, oh, was da ein Geschenk? 4000? Wir haben einfach 4000 Münzen geschenkt bekommen. Sie haben ein unerwartetes Geschenk erhalten. Überprüfen Sie. Oh, Zeitbonus 2 Minuten. Okay, wir können jetzt 2 Minuten quasi überspringen, wenn wir das wollen. Das können wir gleich nutzen, wenn wir wieder bauen. Dann könnte das vielleicht so einen Baufortschritt geben. Das könnte eigentlich ganz cool sein. Und nochmal ein Geschenk. Nochmal 4000. Aus einem so einem Holzstück kommt da jetzt ordentlich schon was raus. Jawoll, da wird der Turm gebaut. Frag mich, ob dieser Wald irgendwann leer sein wird. Alter, die haben da über 300 Steine schon gesammelt. Oh Gott, das heißt, oh, da wieder Geschenk. Yes, wieder 4000. Okay, jetzt machen wir mal einen Skip. Das heißt, wir drücken mal auf diesen Skip-Knopf drauf und skippen mal 2 Minuten. Oh, das Geld nehme ich noch mit. Und, warte mal, dann können wir hier doch nochmal upgraden. Upgrade und upgrade. Okay, und jetzt aber Skip in 3, 2, 1, go. Wow, was geht jetzt ab? Alter, jetzt geht der richtig steil. Wow, okay, da wird jetzt ordentlich gearbeitet. Wir skippen jetzt quasi 2 Minuten. Oh, und wenn ich jetzt mit der Maus drücke, schau dich das mal an. Oh, was? No way, no way, no way, no way, no way. Okay, wir produzieren Holz. Oh. Okay, einmal den ganzen Wald abholzen. So viel es geht.
Okay, jetzt das Holz rüberbringen. So, und jetzt das Holz schneiden. No way! Schau dir das mal an! Das ist ja abgefahren! Warte mal, wir müssen den Wald gleich nochmal gießen. Aber schaut euch das mal an, wie viel Holz da kommt. Das ist ja abgefahren. Über 300, 400 Holz. No way, no way, no way, no way. So viel Holz wie möglich holen. Wir haben noch eine Minute Zeit. Das ist ja abgefahren. Das ist ja der Turbo-Modus. Okay, und jetzt bauen wir. Jetzt müssen wir so schnell wie möglich bauen, Leute. Wir gehen da jetzt rüber und bauen jetzt so viel, wie es geht. Wir müssen hier wieder upgraden. So. Okay, okay. Die letzten Sekunden jetzt wirklich nochmal wieder upgraden. Okay, hier nochmal Upgrade drücken. So. Wieder Holz rüberbringen. Okay, jetzt produziert er richtig schnell. Wir bringen den ganzen Stein rüber. 38 Sekunden haben wir noch. Oh, warte, wieder 4000. So, 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 so. Wir haben fast 3000 Steine da drüben. Das heißt, damit kann er ordentlich arbeiten, ne? So, und jetzt in den letzten 20 Sekunden werden wir auf jeden Fall Ziegelsteine herstellen. Okay, 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 okay. Und let's go. Hier wieder einmal draufdrücken. Und jetzt werden Ziegelsteine produziert. Oh mein Gott. 18 Sekunden noch. Schaut jetzt mal, wie viele Ziegelsteine. Oh, crazy. Das sind jetzt über 1000 Ziegelsteine. 10 Sekunden noch. Oh nein, ich habe, glaube ich, zu lange Steine gemacht. Ich habe zu lange Steine gemacht. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Oh Mist, jetzt haben wir wieder normale Geschwindigkeit. Aber das ist ja abgefahren. Das war ja krass gerade, wie schnell. Wie schnell wir das gerade gemacht haben. Kann man sich das nochmal kaufen? Das wäre so cool. So, was haben wir denn? Wir haben jetzt so viele Ziegelsteine, wir können die einfach für 8000 verkaufen. Oder 228 Bretter, die verkaufen wir auf jeden Fall. Und dann können wir hier, jetzt verstehen wir es, jetzt können wir hier das Wasser auf den Wald draufhauen. Und dann kann man hier quasi den Wald wachsen lassen. Aber wir bauen den Wald so schnell ab, dass ich quasi gar nicht hinterherkomme mit dem Gießen. Komm schon, gieß ihn! Gießen, gießen, gießen. Oh nein, wir bauen ihn zu schnell wieder ab. Okay, deswegen ist es wichtig, so ökologisch zu wirtschaften, meine werten Damen und Herren. Nicht so, wie wir das gerade gemacht haben. Jetzt müssen wir den ganzen Wald wieder gießen, weil wir nämlich sonst kein Holz mehr haben. Und ich mache das jetzt einfach mal so lange weiter, bis wir die dritte Etage gebaut haben. Oh mein Gott. Eine Sache, die mir noch gar nicht aufgefallen ist über das ganze Spiel hinweg, weil das noch nie zur Debatte stand, ist, ich bin jetzt gerade an einem Punkt angekommen, wo ich jetzt quasi so viele Ziegelsteine habe, dass der Typ, der da arbeitet, der den Ziegelstein hochbringt, weil das Haus so hoch geworden ist, der ist einfach zu langsam. Und was man aber auch machen kann, ist auf den draufdrücken, dann baut der einfach schneller. Und man kann den Typen, der bringt, kann das dann sozusagen schneller rüberbringen. Und sobald der Ziegelstein da ist, kann man den schneller sozusagen nach oben befördern. Das heißt, also damit können wir das Haus dann wiederum schneller bauen. Das ist auf jeden Fall nochmal eine interessante Geschichte. Okay, letzte Reihe, letztes Glück. Inzwischen kosten die Steine richtig viel Geld, Mann. Also der nimmt uns wirklich so 140 Steine oder sowas. Ja, warte mal, wir gucken mal. Jetzt kommt er gleich wieder, jetzt 605. Ja, er nimmt uns 200 Steine, Leute, nimmt er uns pro Ziegelstein. Das heißt, wir brauchen hier noch 200, 400, 600, 800, 1000 Steine brauchen wir, damit wir hier quasi durchkommen. Das heißt, wir sammeln die jetzt mal kurz zusammen. Inzwischen funktioniert es ganz gut. Zum Glück habe ich nicht den Transporter weiter geupgradet, weil man braucht das quasi gar nicht. Es ist wirklich am allerwichtigsten, ne, diesen Schneider hier zu upgraden, damit man das mit der Maus benutzen kann, damit man da wirklich die 1000 voll bekommen kann. Und dann müssen wir eigentlich nur noch den Ziegelstein nach oben befestigen. Und ich frage mich wirklich, wie wird es sein jetzt, wenn man das ganze Ding jetzt quasi fertig gemacht hat. Bin da sehr, sehr gespannt. Der da auch nochmal hoch. Und jetzt kommt der letzte Stein, Mann. Dritte Etage, ich komme. Yay! Überprüfe, welche Vorteile du bekommst, wenn du das Gebäude neu startest. Okay, und normalerweise, was man jetzt tun würde eigentlich, um schneller natürlich weiter wachsen zu können, ist eigentlich das Spiel dementsprechend hier auf den Markt zu drücken, beziehungsweise auf Vorteile zu drücken und sich dann einen Neustart zu holen, so wie ich das jetzt machen werde. Oh, Leute! Und man bekommt dann, du hast Ebene 3 des Turms gebaut, wenn du jetzt neu startest, bekommst du 4 goldene Ziegel. Und damit können wir dann bei der nächsten Runde, haben wir dann doppelte Klickstärke, fast doppelte Produktion und doppelte Marktpreise. Das heißt also, wir sind dann doppelt so schnell fertig. Und das heißt, wenn ich jetzt auf Neustart drücke, ist leider alles weg. Naja, egal. Aber wir investieren dafür und haben jetzt ein neues Spiel und können jetzt quasi noch schneller spielen. Aber ich werde es nicht nochmal tun. Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schaut gerne im Shop vorbei. Dort gibt es coole neue T-Shirts und den ganzen anderen Kram. Schaut da gerne rein. Wir sehen uns. Haut rein, Leute. Ciao.